Moinsen zum Hiditz und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Sternschweifer D. Wir sind immer noch im Gewölbe unter Tjolmaa. Wir hatten es hier mit Skeletten zu tun beim letzten Mal. Ich werde mal meine Markierung machen, denn die hatten ja ein Amulett dabei. Oder ein Teil eines Amuletts, glaube ich, nur. Und das war dann verschwunden, nachdem wir geheilt hatten. Das war ein bisschen blöd. Teil eines. Was? Ich kann nicht schreiben. Wenn es Amulett ist. Ja, also keine Ahnung. Ich denke, die werden wieder gespawnt sein. Also wenn ich hier nächstes Mal vorbeikomme, werden die wahrscheinlich wieder hier sein. Das hörte sich jedenfalls so an und es sah auch so aus, als wenn wir nicht heilen sollten. Zwischendurch, okay, und das Ganze ist wirklich ziemlich labyrinthisch aufgebaut. Ja, und da sind sie auch wieder. Das sind auch genau dieselben hier, oder nicht? Oder doch? Ich will auch mal dran sein. Aber jetzt sind die zu fünft. Waren die beim letzten Mal auch schon zu fünft? Ja, doch, waren sie. So, du nicht. Du nicht. Andrasch hat schon seine Axt in der Hand. Ja, Helen müsste wie gesagt mal Platz machen, tut sie aber nicht. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Dann kann Rhiannon hier vielleicht einfach mal einen Schritt zurückgehen. Ungefähr so. Ja, Fiora kommt nirgendwo ran. Wenn ich Helen bewegen könnte, dann könnte ich da auch was machen, aber so steht die Frau einfach nur im Weg und nervt mich. Sind ganz schön frech, diese Skelette. So, wollen wir uns einfach mal dieses hier schnappen, vielleicht. Angriff fehlgeschlagen, perfekt. Rhiannon. Okay. So, Frenja, du müsstest ja auch ein Schwert in der Hand haben. Die hätte auch die Axt werfen können. Wäre kein Problem gewesen. Willst du einfach auch mal einen Schritt zurücktreten? Ist es sinnvoll? Rondril ist vor dem, Rondril sei schon, Andrasch ist vor den beiden dran, ne? Von daher bringt es gar nicht so. Aber ansonsten könnten wir Andrasch immer dort einsetzen. Jetzt wird er natürlich von drei Skeletten umzingelt. Wo wir die Parade schon rausgezogen haben. Das wäre natürlich clever. Jetzt verhauen die Andrasch wirklich voll gemein. Aber der überlebt das. Nicht mehr ganz sicher. So, die haben jetzt halt alle noch Paraden hier, ne? Ich glaube, das hat schon eine ganze Menge abbekommen. Pariert. Toll. Nervt ein bisschen. Dass es hier so eng ist. Haben wir nicht bald ein Skelett hier mal durchgeschlagen? Das wäre doch voll gut. Mal gucken mal. Da kann Andrasch doch jetzt ruhig zuschlagen. Für 13 auch immerhin. Fahr doch mal um. Wir haben doch beim letzten Mal nicht so viel ausgehalten, die blöden Skelette, oder? Ja, da kommt sofort ein anderes. Füllt diese Lücke. Großartig. Ich weiß noch nicht, wo ich hier hinziehen soll, ne? Das ist ganz schwierig. Okay, da ist schon eins tot. So, dann kann Rondri hier kurz chillen. Ach, von hinten kommt natürlich noch eins. Klare Sache. Wenn ich wieder auf den Beinen bin, reiße ich dir den Kopf ab.
So, hier kommen wir nicht durch und jetzt wird das Skelett gleich hier zumachen. So ist es. Großartig. So, wir kommen vielleicht hier drüben jetzt mal durch dieses Skelett durch. Immer noch nicht. Ja, das hat doch schon so viel Schaden abbekommen tatsächlich. Das müsste doch. Ach, das ist ein neues auch. Ja, ich bin. Ein Paradepatzer, wunderbar. Komm schon, Anrasch. Nee. Macht das Skelett alle. Ah, beinahe. Das war nicht mal richtig viel Schaden. Papier. Großartig. Ach, da zieht sich hier alles. Und das ist richtig ätzend. Aber jetzt schon wieder. Es müsste mal wieder Rhiannon vor Andrasch dran sein. Das wäre super praktisch. Dann würden wir da auch Schaden durchbekommen. So zum Beispiel. Könnte das heute funktionieren? Echt so. Das ist doch kacke. Und dann pariert das immer, wenn Andrasch zuerst dran ist. Ne? Das ist auch richtig ätzend. Andere eine schlechte Paradechance? Nee, sogar noch besser. Oh, nervig. Jedes Mal pariert es wirklich an, Rasch. Und jetzt kommt Frenja auch mal wieder dran, ja. Und das war's nämlich schon hier. So, du chillst. Du darfst hier zuhauen. Du chillst. Man verschwenkt sich noch eines starr vor Angst. Luce, so, aber Frenja kommt jetzt wenigstens hier rum. Wunderbar, du bist blockiert. Großartig, du bist blockiert. Wunderbar. Dann kommt Rondir wenigstens hier hinten rum. So, und jetzt kann hier endlich auch Fiora ran. Stirb schneller, damit ich mich dem nächsten Feind zuwenden kann. Ja, du kannst nichts machen. Oh, wir müssen Andrasch echt heilen. Wir müssen halt irgendwas zu trinken kriegen. Wir haben ja genug große Heiltränke. Haha, in die Gedärme. Aber beim letzten Mal lief der Kampf einfach deutlich besser. Lebt immer noch. Ja. Ist ja Dreck. Attacke, Patzer. Boah, na endlich. So, den Scheiß können wir liegen lassen. Das letzte Skelett hält mitten in seiner Bewegung inne und aus seinen knochigen Fingern fällt ein Stück Metall zu Boden, direkt vor eure Füße. Dann fällt es in sich zusammen und regt sich nicht mehr. Vorsichtig hebt ihr das Metall auf. Ja, da haben wir es wieder, nämlich ein Amulettteil. Es scheint so, als wäre dies ein Stück von einem schön verzierten goldenen Amulett. Okay, nehmen wir einfach mit. Und jetzt darf ich halt nicht rasten und heilen irgendwie. Das heißt, unser Kumpel Andrasch, wie viel macht denn das hier? 20, glaube ich, ne? So ein orkischer Heiltrank. Ja, es sollte reichen. Trink mal so ein Ding. Genau, 20 hat es gemacht. Die Flasche kannst du wegwerfen.
Ja, wir bräuchten nur irgendwann mal einen Brunnen. So, ich werde speichern. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo hier noch mehr Skelette sein könnten wahrscheinlich, weil ich vermute, wir haben ja in der Distanz das Klappern von Skeletten gehört, dass es hier noch mehr gibt. So, hier hinten war aber nichts, ne? Wir sind ja hier reingegangen und haben ewig nichts gefunden und hier war jetzt das erste Ding. Und ich glaube, das soll wirklich so eine Art Labyrinth werden hier. Nee, aber Moment mal. Stimmt noch was nicht. Ja, rechts müsste es irgendwo weitergehen, denke ich, ne? Wenn ich mir das mal so angucke. Weil hier hinten nicht, da ist ja kein Platz. Aber hier? Das sieht doch voll so aus, als wenn es da weitergehen würde. Ja, da finde ich nur den Schalter nicht. Aber warte mal, hier ist die Tür, glaube ich, mehr so auf der rechten Seite. Hier. Hallo? Mit der Fackel kann ich auch nichts tun. Okay, das ist ja jetzt blöd, aber ich will ja auch nicht wieder rausgehen eigentlich aus diesem Labyrinth, weil ich Angst habe, dass dann das Amulett wieder verschwindet. Das Labyrinth denn hier noch weiter? Ne, da hinten, das sieht ja schon wieder anders aus, oder? Na, vielleicht nicht, vielleicht gehört es hier alles noch dazu. Wir gucken mal, ob es hier auch Skelette gibt irgendwie. Na, wenn hier schon so Skelette rumhängen. Vermute ich mal ja. Spinnen. Spinnen habe ich jetzt. Oh, warum machst du so viel Schaden? Spinnen habe ich ja jetzt nicht gesucht, ehrlich gesagt. Was hat ein Isora eigentlich für einen Stab in der Hand? Das sieht nicht aus wie ihr Zauberstab, aber gut. Jetzt sehe ich diese eine Spinne hier gar nicht, die Andrasch angegriffen hat. Ja. Weil der Boden halt so spiegelt hier schon wieder. Das ist super nervig. So, wir schauen mal, wie die sich verteilen. Okay, im Moment wollen die nur Andrasch umzingeln, wie es aussieht. Aber die schaffen es nicht, uns zu blockieren. So, dann könnt ihr euch hier drum kümmern. Ungefähr so. Du darfst hier. Andrasch darf hier. Rondril kommt hier nicht durch. Okay, perfekt. Dann muss Fiora hier ran. Und hat die Spinne noch nicht erschlagen. Schade. Das war immerhin schon mal einer. Mächtig. Um nicht zu sagen, mächtig gewaltig. So, du lebst, beziehungsweise die ist aufgerückt von hinten. Das heißt, Rondril kann schon mehr nichts machen. Der hängt hier noch so ein bisschen. Mein Gesicht. Es ist das Letzte, das du gesehen hast. Okay, das war auch ein schöner Treffer tatsächlich.
Afrenias vergiftet. Finde ich gar nicht so gut. So, und Fiora kann sich jetzt hier durchschummeln, so ein bisschen. Welche Spinne wollen wir denn? Die ist tot, ne? Dann nehmen wir die hier. In die Niederhölle mit dir. Oh, schon tot und aus dem Nichts tauchen aber plötzlich zum Glück noch mehr auf. Da bin ich ja beruhigt. Sonst wäre es ja auch langweilig. Achso, die ist schon tot, ne? Ja. Ja, dann machen wir hier so anderthalb Schritte drumrum. Und schlag diese Spinne mal von hinten. Ach, die lebt auch noch. So, Andrasch gesellt sich mal dazu. Rhiannon darf auch mit dazu. Die kämpft jetzt einfach mit dem Schwert mal eine Weile. So, und Rondril auch ran hier. Tot. Perfekt. Und auch tot. So, welche ist denn hier die nächste? Wieder. Da kommen wir auf jeden Fall zu vier dran. Kannst du einfach gar nicht abwarten, bis sie da an der Reihe ist. Alle sterben. Selbst verletzt. Ja. Andrasch scheint heute kein Glück, ich sehe es schon. Dann die Spinne für Rüstungsschutz 2 oder so. 1 sogar nur. Wie kann denn dann bitte, ich meine, ein Zauberstab macht einen Würfel plus 1. Isora, wie kannst du da einen 0 gewürfelt haben? Ich verstehe es nicht. Wie hast du es geschafft, eine 0 zu würfeln? Willkommen in Borons Reich. Du hast es so gewollt. So, wer lebt denn hier noch von euch ekligen Spinnen? Du hier. So, Helen sollte sich jetzt nicht ablenken lassen, sondern weiter diese Spinne hier angreifen. Sehr gut. Ja. Hätte natürlich treffen dürfen. Dann kriege ich direkt einen trockenen Hals deswegen. Unglaublich. Ist sie schon tot? Nee, ist sie nicht. Aber jetzt. Ja. Ja, super. Ja, dann kommt Andrasch nur voran, ne? Och, was? Ist schon wieder eine Kampfrunde gewesen? Na gut. Oh Mann. Richtige Profis. Was macht denn Helen da? Jetzt triff doch mal die blöde Spinne, bitte. In die Niederhölle mit dir.
Ah, gewonnen. War ja anstrengend genug. So muss Andrasch geheilt werden? Nee, noch nicht. Laufe ich jetzt hier oben drauf lang? Oh, mega mächtig. Nee, ich bin einfach nur groß heute. Oder ich schwebe. Irgend so was Merkwürdiges passiert hier gerade. So, die Spinnen haben kein Amulettteil verloren, ne? Okay, das ist ja so eine ganz komische Sackgasse auf jeden Fall. Nur Spinnen. Achso, speichern zwischendurch vielleicht mal. Oh nein! Das Amulettteil ist verschwunden schon wieder. Darf ich nicht hier hinten rumrennen? Oder in der Ferne hört ihr erneut das grausige Klappern von Knochen? Genau. Hä, dann werde ich mal gleich laden. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu lange Zeit gebraucht einfach, ne? So, dann schauen wir mal auf die Karte. Ich war vorhin hier. Und wenn ich nach hier hinten gehe zuerst, dann verschwindet das auf jeden Fall nicht. Hier geht es ja irgendwie nicht weiter. Warum auch immer. Ist ein bisschen blöd. Also man muss da scheinbar richtig schnell sein, um irgendwie noch das zweite Teil zu finden. Ich weiß vor allen Dingen auch noch gar nicht, was ich dann mit dem Amulett mache. Kann ich das dann zusammensetzen einfach, wenn ich genug habe, oder? Ich werde mal laden. So, also ich denke mal, da wird irgendwo ein geheimer Timer laufen, ne? So, habe ich hier heute ein bisschen Glück? Nee, habe ich nicht. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich da hinten weiter müsste. Na gut, dann ich laufe hier einfach mal schnell durch. So, bieg jetzt hier einfach nach rechts ab. Die genaue Erkundung müssen wir halt später machen, aber hier ist halt auch eine Sackgasse. Ah, aber hier gibt es Skelette. Dann gibt es ja auch das zweite Skelettteil. Das sieht doch aus wie eine Geheimtür, ne? Na gut, da sind die Wände einfach nämlich richtig zusammengesetzt. So, was haben wir denn hier? Kümmern wir uns doch mal ein bisschen. Vielleicht können wir das hier einfach umstellen, dieses Skelett. Mein Rhiannon wird auch umstellt, ne? Aber das habe ich jetzt einfach mal so in Kauf genommen. Und dafür geschlagen. Oh, perfekt. So, Isora hier mit dran. Ja gut, meinetwegen machen wir Isora hier mit dran. So, wo will denn Helen hin? Ich weiß es nicht. Auch Andre wird auf jeden Fall hier angreifen. Woanders kommt er nämlich einfach nicht ran. Und Frenja muss dann hier auch mit rumrennen. Noch. Andrasch, erstens hör auf melodramatisch zu sein, zweitens hör auf dich treffen zu lassen. Falsche angegriffen, ja, das war jetzt dumm. Was hier? Ihr werdet alle sterben. Hat direkt seine Waffe fallen lassen. Vor Schreck. So, Helden macht bisher noch gar nichts, ne? Ich werde mal Isora einfach nach hier hinten reinbuxieren. Dann gucken wir mal, wie schnell dieses Skelett hier fällt. Und inzwischen können sich Andrasch und Isora das da teilen, was da so an der Wand steht. Ja. Nee. Nee. Ach, macht sie auch mit? Das ist ja toll. Freue ich mich. Isora ist sogar vor Andrasch dran. Das finde ich voll gut. Wenn Rhiannon jetzt auch noch vor Fiora dran wäre, wäre das sogar sehr gut. Ah, da liegt es schon. Au.
Also du kannst hier mithelfen eigentlich. Damit das auch möglichst schnell zu Boden geht. So, Rondril läuft hier ein bisschen rum. Versucht hier ein bisschen mitzuhelfen. Ja. Okay, da liegt schon das nächste Skelett. Rondril wird ein bisschen aufdrücken. Oh, für 17, das hat sich richtig gelohnt. Schon wieder Parade. Hat er es nicht gerade schon pariert? Ach, ist jetzt schon der Anfang von der nächsten Kampfrunde oder wie oder wann oder was oder wo? Ich will dir jeden Knochen einzeln 29. Uiuiui. Hat sich bei Fiora scheinbar ein bisschen was angestaut. So, Andrasch hat keinen Platz mehr, irgendwo was zu tun. Aua. Ich fühle mich ein bisschen gemobbt von den Skeletten auch. Komm schon, fall um. Na also. So, und das müsste ja auch gleich umfallen, ne? Also vielleicht auch, wenn wir ein bisschen mehr Schaden machen würden. Und 2 oder 5 Punkte auch. Da geht noch was. Ja, Isora muss da raus. Okay, hat sich erledigt. So, das Amulettteil. Ja, hier den ganzen Scheiß brauchen wir nicht. Kann da bleiben. Das letzte Skelett fällt mitten in seiner Bewegung inne und aus seinen knochigen Fingern fällt ein Stück Metall zu Boden, direkt vor eure Füße. Dann fällt es in sich zusammen und regt sich nicht mehr. Vorsichtig hebt ihr das Metall auf. So, das nimmt wieder Isora. Das ist so eine Scream-Maske oder sowas. Das sieht ein bisschen so aus. Okay, speichern. So, und dann schauen, wo geht's weiter? Wo bin ich denn gerade eigentlich? Hier. Aber hier ist eine Sackgasse. Was natürlich schon mal endblöd ist. Weil ansonsten müsste ich ja zu den Spinnen hinter, ne? Woanders kann ich ja, glaube ich, gar nicht mehr hin. Mal von da komme ich. Da hinten geht's zu den Spinnen. Hier war ich, glaube ich, auch schon. Achso, kann ich jetzt mit den Teilen eigentlich irgendwas tun? Nee, scheinbar habe ich noch nicht genug. Keine Ahnung. Ja, ich kann ja dann nur zu den Spinnen oder halt hoffen, dass hier hinten irgendwie sich noch was tut. Ja, da komme ich her. Hier geht es nur zu den Spinnen runter, ne? Ein neuer Durchgang. War da vorhin noch nicht eine Wand? Fragt Andrasch. Ja, doch, definitiv. Hä? Oh, öffnet sich das erst, wenn man da Skelette besiegt hat oder so? Interesting. Okay, hier geht's noch nicht weiter, aber bald wahrscheinlich. Von den Kampf. Skelette. Okay, noch mehr Skelette. Geht's denn Andrasch? Ganz gut. So, das hier können wir zu viert bekämpfen. Das werde ich mal zuerst umstellen. Pariert. Isora starr vor Angst. Wie viele Seiten ihr? 5. Ja. Sieht so aus. So, aber Andrasch kann hier auf jeden Fall mit ranrücken. 429, sehr gut. So, Andrasch kann hier mal drauf und Waffe wegwerfen, ganz wichtig auch, ja, das war nötig. Definitiv, haben wir fehlgeschlagen, ja, schön.
Du wartest mal, vielleicht geht Rondre weg und du kannst dich dann noch mal bewegen. Das wäre total brillant. Ja. Das war ja schon mal nix, Andrasch. Vorhin so gut hier in den Kampf gestartet und dann sowas abgeliefert. Also du kannst das Skelett hier einfach ein bisschen stressen. So, Rondril, jo. Dann mal da hinten rum. Das ist schade, ne? Weil Rondril eigentlich auch eine geringe Totenangst hat und mit seinem Streitkolben natürlich auch ziemlich effektiv gegen Skelette einfach ist. Okay, du liegst schon. Perfekt. Da steht Rondril da jetzt wieder voll im Weg, ne? Vielleicht habe ich mir auch, Deutsch. Vielleicht habe ich mir auch einfach ein dummes Skelett ausgesucht, um es als nächstes zu bekämpfen. Und mit vielleicht meine ich, habe ich definitiv. Weil dadurch mussten jetzt halt alle ziemlich weit laufen hier, was natürlich schon mal uncool ist. Andrasch kann hier nebenbei ein bisschen mit draufhauen. Frenja auch. Ne, weil das andere Skelett hätte jetzt noch eine Parade, das ich eigentlich bekämpfen möchte, weil Ria nun einfach starr vor Angst war und hier nicht die Parade ziehen konnte. Und hier hat er aber Isora schon die Parade gezogen. Deswegen habe ich einfach mal kurz das da gemacht. Und jetzt ist das hier dran. Weil es jetzt halt umgekehrt war. Als wenn du zwei Paraden hättest. Oder Rhiannon ganz als die letzte dran war gerade. Hä, das ergibt doch alles gar keinen Sinn. So, das liegt schon mal. Sehr, sehr gut. Dann kann Rhiannon hier so ein bisschen rumtänzeln. Rhiannon hat eine Waffe, die macht einen Würfel plus 3 und das Skelett hat einen Rüstungsschutz von 5. Uff. Okay. Ja, sage ich dazu nicht. Oh, hey. Pariert. Ah, das Skelett hat seine Waffe kaputt gemacht. Ich hatte schon für einen Moment Angst, dass Fiora ihren Zweihänder des Windes irgendwie zerbrochen hätte, was theoretisch nicht möglich sein sollte. Erst schmeißt er seine Waffe weg und dann stolpert er auch noch, während er versucht, das Skelett mit bloßen Händen zu verprügeln oder auseinanderzureißen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da sein Plan war. U8. Okay, da liegt's. Wir haben aber zum Glück noch mehr davon. So, du könntest hier auch bei Gelegenheit weggehen. Ja, komm hier mit ran. So, Rondril tritt irgendwo zur Seite. Überraschend, dass hier gar keine Verstärkung aufgetaucht ist. Skelette scheint es nicht so mit Verstärkung zu haben. Immer stehen bleibt, um sich dann auf der Stelle zu drehen. Richtig gute Animation. Aua. Na, vielleicht hat das Skelett da oben aber auch gar nicht so Priorität, ne, weil das keine Waffe mehr hat. Jetzt sollte ich mich eher um das hier kümmern.
ungefähr so. Wobei 6 Punkte jetzt auch nicht gerade mega waren. Aber wenn es wirklich Rüstungsschutz 5 hat, dann ist es schon okay. Patapatza. Jetzt hat es auch noch seine Waffe fallen lassen, die es gerade schon zerbrochen hat. Oh, Helen, du musst öfter treffen. Ist ja peinlich. Du bist doch eine Kriegerin. Nein. Das war falsch geklickt. Und da liegt's. Ah, perfekt. Bing. Sieben? Mit dem Magierstab? Ah, hier den Streitkolben sollte ich vielleicht mitnehmen. Ich habe so das Gefühl, der könnte ganz gut sein. Wie geht's denn dem eigentlich? Mitgenommen. Aber ich kann den halt auch nicht reparieren, tatsächlich, ne? Wenige Kratzer, okay. Das letzte Skelett hält mitten in seiner Bewegung inne und aus seinen knochigen Fingern fällt ein Stück Metall zu Boden, direkt vor eure Füße. Dann fällt es in sich zusammen und regt sich nicht mehr. Vorsichtig hebt ihr das Metall auf. Mach mal. So, haben wir jetzt alles davon? Ich weiß nicht. Einmal speichern. So, dann schauen wir mal, ob du hier was reparieren kannst. Nee, die Streitkolben kann sie nicht reparieren. Ich weiß nicht, warum nicht. Er geht aber einfach nicht. Und wir können auch mit den Amulettteilen noch nichts machen, richtig? Richtig. Ich kann die auch irgendwie nicht aufeinander ziehen. Nee, geht nicht. Gut, dann machen wir an der Stelle beim nächsten Mal weiter, Jungs und Mädels. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, bis dann. Ciao.